Die oberste Autorität heißt den Souverän willkommen. Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Die Temperatur in diesem Gerichtssaal beträgt angenehme 20 und 2,1 Grad Celsius. Der Zeittunnelgenerator startet den Betrieb in 10 Sekunden. Leonidas Maxdorf ist hochintelligent und spricht 6 Sprachen fließend. Er hat sich während seiner Laufbahn als brillanter Taktiker und eloquenter Verhandlungspartner erwiesen. Er ist äußerst ehrgeizig und zielstrebig. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geehrte Souverän, bleiben Sie auf Ihren Plätzen und bewahren Sie Ruhe. Die oberste Autorität wünscht Ihnen bei diesem Prozess in unser aller Interesse den größten denkbaren Erfolg. Nach § 60 und 7 des OSTGB wird Leonidas Maxdorf, Chef der Penworld Oil Company, als Hauptverursacher des Klimawandels im besonders schweren Fall angeklagt. Ich soll mit die Grundlage für den menschengemachten Treibhauseffekt und Erderwärmung geschaffen haben? Und komm, dann nehme ich das Aussterben der Dinosaurier auch auf meine Kappe. Das ist das alte Geburtskrankenhaus von Ufa. Das kenne ich aber nur von alten Fotos. Es ist der 20. und 7. Juli 1970. Mein Geburtstag. Mein Geburtstag. Ich will das nicht sehen. Mama, nein! Seid bereit. Butti, Kartoffel. Sind da, Kartoffel. Temperaturen über 43 Grad Celsius. Du hast deine 80-jährige Mutter in einem Luxus-Altenheim untergebracht. Aber leider fällt für 20 Stunden der Strom und damit die Klimaanlage aus. Mann, aus der Kanalisation sprudelt das Wasser aus Fontänen. Sie ist in der Altstadt unterwegs. Als die Flugwelle kommt. Jasmin! Du müsst einen leeren Sarg beerdigen. Nikolai kann nicht zur Beerdigung kommen. Ja, er muss in Harvard für eine wichtige Prüfung lernen. Nikolai in Harvard? Er ist fest entschlossen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Vielleicht zu entschlossen. Er fällt durch eine Prüfung und bricht sein Studium ab. Stattdessen wird er Mitglied bei Greenpeace? Oh Gott, wie viel Zeit ist noch übrig? Ich stelle die Uhr jetzt ab. Nein! Die Geschworenen haben noch kein Urteil gefällt. Sie werden noch ein Urteil fällen. Aber sie werden nicht entscheiden, ob sie schuldig oder unschuldig sind, sondern ob sie geeignet oder ungeeignet sind. Geeignet für was? Geeignet, um in ihrer Zeit an vorderster Front gegen den Klimawandel zu kämpfen.